Kapitel 9. In Gabriels Augen zerbrach etwas. Es sah aus, als zerspringe er hart in viele winzig kleine Splitter. Er packte Caitlin mit der einen Hand an der Schulter, mit der anderen am Haar und zog ihren Kopf zur Seite. Schwarzes Entsetzen schlug über Caitlin zusammen, doch sie bewegte sich nicht. Mit den Fingern klammerte sie sich an den Ärmel seines geborgten Hemdes. Dann fühlte sie seine Lippen im Nacken. Zunächst fühlte sie sich an wie ein Stich, als ein scharfer Zahn in ihre Wirbelsäule eingedrungen, knapp unterhalb des Halses. Vampire, dachte Caitlin benommen. Sie wusste, dass Gabriel nur einen Transferpunkt öffnete, doch es fühlte sich an, als habe er ihre Haut durchstoßen. Sie begriff nun, wie die Geschichte über Vampire zustande gekommen war. Im nächsten Moment war der stechende Schmerz vorüber. An seine Stelle trat ein Ziehen. Einen Moment lang spürte sie ihren eigenen Widerstand und dann gab sie nach. Energie floss in einen schmalen Strom aus der offenen Wunde. Caitlin verspürte Wärme und Wohlbehagen. Alles ist gut, dachte sie und wusste kaum, ob sie mit sich selbst sprach oder mit Gabriel. Der Energietransfer machte ihr Angst. Es war, als arbeitete man mit Starkstrom, doch sie weigerte sich zu fürchten. Ich vertraue dir, Gabriel, dachte sie. Sie spürte, wie die Energie in ihn hineinströmte und wieder bekam sie Dankbarkeit und Wertschätzung zurück. Seine Erleichterung, dass er bekam, was er brauchte. Ich vertraue dir. Die Energie floss noch immer beständig und Caitlin hatte das Gefühl einer inneren Reinigung. Ihr Körper fühlte sich leicht und luftig an, als schwebe sie über dem Boden. Sie entspannte sich in Gabriels Arm, ließ es zu, dass er sie festhielt. Danke. Der Gedanke war nicht Caitlins und da auch sonst jemand da war, musste er von Gabriel gekommen sein. Doch er klang überhaupt nicht nach Gabriel. Da war keine Wut, kein Spott. Es war die freie und freudige Mitteilung eines glücklichen Kindes. Dann, plötzlich war der Strom zwischen den beiden unterbrochen. Gabriel ließ sie los und hob den Kopf. Noch schwindelig hielt sich Caitlin einen Moment an ihm fest. Nach und nach beruhigte sich ihre Atmung. Das war's, sagte Gabriel. Auch er war atemlos, aber gelassen. Die hungrige Leere in ihm war gefüllt. Vorübergehend. Kate. Kate löste sich von ihm. Sie trat einen Schritt zurück mit gesenkten Augen. Bist du sicher, dass es dir ausreicht? Geht es dir jetzt wieder gut? Sie sprach es laut aus, weil ihr ein Austausch von Gedanken zu vertraulich erschienen wäre. Es war ihr endlich aufgegangen, dass sie eine andere Gefahr heraufbeschwor. Gabriel so nahe zu sein, ihm etwas zu geben, seine Freude und seine Dankbarkeit zu spüren. Da schweißte sie noch stärker zusammen, als es selbst das Netz vermocht hätte. Wieder einmal hatte sogar Gabriel Schutzmauern zum Einsturz gebracht. Und das war unfair, denn auf ihrer Seite war es nichts mehr als Fürsorge. Es war nicht dasselbe Gefühl, das sie bei Rob empfand. Es war keine Liebe. Sie spürte Gabriels Blick und dann ging eine merkwürdige Veränderung in ihr vor, als straffte er innerlich die Schultern. Wir müssen zurück, sagte er kurz angebunden. Gabriel! Ehe uns noch jemand vermisst. Gabriel marschierte los. Doch nach wenigen Schritten wartete er auf sie und hielt sich auch auf dem Rückweg den Strand entlang neben ihr. Caitlin schwieg. Ihr fiel nichts ein, was nicht alles noch schlimmer gemacht hätte. Als sie in Sichtweite des Vans kam, sah sie gleich, dass etwas nicht stimmte. Das Auto hätte innen dunkel sein müssen, doch durch die Fenster strahlte Licht. Ein Augenblick lang dachte Kate, dass die anderen die Innenbeleuchtung angeknipst hatten. Dann fürchtete sie, dass es brannte. Doch das Leuchten war für das Innenlicht zu hell und für Feuer zu kühl. Es sah merkwürdig trüb aus, wie ein phosphorierender Nebel. Angst packte Caitlin, eiskalt bis ins Mark. Was ist das? Flüsterte sie. Gabriel hielt sie fest. Bleib hier. Er rannte zum Van. Caitlin folgte und war schon bei ihm, als er die Tür öffnete. Ihr Herz hämmerte wie verrückt. Da war er, der Nebel. Auf dem Beifahrersitz lag Louis und auf der ersten Rückbank hatte sich Anna zusammengerollt. Beide schliefen, doch alles andere als friedlich. Louis' Gesicht war zu einer Grimasse verzogen und er zuckte mit Arm und Bein, als wollte er vor etwas fliehen. Annas langes schwarzes Haar bedeckte ihr Gesicht und sie krümmte sich. Eine Hand verkrampfte sich wie eine Klaue. Anna! Caitlin packte sie an der Schulter und schüttelte sie. Anna stöhnte, wachte aber nicht auf. Caitlin wandte sich zu Rob. Rob! Er lag auf dem Rücken und schlug hilflos in die Luft. Seine Augen waren geschlossen, ein Ausdruck des Schmerzes lag auf seinem Gesicht. Caitlin schüttelte auch ihn und rief innerlich seinen Namen. Nichts half.
Sie schaute, ob Gabriel etwas bei Louis erreichen konnte, und er starrte. Da waren die grauen Leute. Sie hingen zwischen ihr und Gabriel in der Luft. Louis' Sitz ging genau durch einen von ihnen hindurch. »Sie greifen an«, rief Gabriel. Kate taumelte. Ihr war schwindelig und sie hatte ein Gefühl, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen. Dann wurde ihr klar, dass es am Netz lag. Sie fing die Empfindungen der drei Träumenden auf. »Oh Gott, Gabriel, wir müssen schnell etwas unternehmen!« »Oh Gott, Gabriel und sie mussten schnell etwas unternehmen, ehe auch sie das Bewusstsein verloren.« »Wir müssen uns Licht vorstellen«, rief sie Gabriel zu. »Man wehrt sich gegen übersinnliche Attacken, indem man Licht visualisiert.« »Gern«, erwiderte Gabriel. »Sag mir einfach wie. Und was für ein Licht?« »Ich weiß es nicht.« Panik machte sich in Kate breit. »Denk an Licht. Stell dir vor, es ist überall hier. Stell dir ein goldenes Licht vor.« Sie war sich nicht ganz sicher, warum sie auf Gold tippte. Vielleicht, weil der Nebel einen silbrigen Grünton hatte. Vielleicht auch, weil Gold Robs Farbe war. Caitlin presste sich die Hände auf die Augen und begann sich Licht vorzustellen. Warmes, goldenes Licht, das sie schützend umgab. Als Künstlerin fiel es ihr leicht, sich das vor ihrem inneren Auge vorzustellen. So etwas, dachte sie und schickte Gabriel das Bild. Im nächsten Moment half er ihr, fügte seine Kräfte den ihren zu. Es kam ihr vor, als könnte sie das Licht beinahe sehen. Wenn sie jetzt die Augen öffnete, wäre es da. »Es funktioniert«, sagte Gabriel. »Tatsächlich.« Kates Schwindel ließ zum ersten Mal nach, seitdem sie ins Auto gekommen war. Und sie spürte so etwas wie Wärme. Der Nebel ließ nach, als zog eine unsichtbare Hand eine kalte, alles erstickende Decke weg. Kate, noch immer das Bild des goldenen Lichtes im Kopf, öffnete die Augen. Die Schlafenden hatten sich beruhigt. Die letzten Fetzen der Nebelschwaden lösten sich auf. Die grauen Leute hingen noch in der Luft. Ehe auch sie verschwanden, sah Kate in den Bruchteil einer Sekunde in eins der grauen Gesichter. Es kam ihr merkwürdig bekannt vor, doch sie konnte nicht sagen, woher. Als sie sah, dass Rob aufwachte, war der Gedanke schon wieder weg. Er stöhnte und blinzelte, setzte sich mühsam auf. »Caitlin, was...« »Eine übersinnliche Attacke«, erklärte ihm Caitlin. »Als wir zurückkamen, war der ganze Van voller Nebel. Wir haben euch einfach nicht wach bekommen. Wir haben den Spuk ein Ende bereitet, indem wir Licht visualisiert haben. Ach, Rob, ich hatte doch solche Angst.« Auch Anna setzte sich auf. Louis stöhnte. »Geht es euch gut, Leute?«, fragte Caitlin zitternd. Rob fuhr sich mit einer Hand durch das zerzauste blonde Haar. »Ich hatte einen schrecklichen Albtraum.« Dann sah er Caitlin verwirrt an und fragte, »als ihr zurückkamt?« Caitlins Geist war wie leergefegt, was wahrscheinlich nicht das Allerschlechteste war. Sie war zu erschrocken, um sich eine Lüge auszudenken. Da kam Gabriels Stimme von vorne. »Kate musste mal. Sie wollte nicht alleine gehen, da habe ich sie begleitet.« Das war eine gute Erklärung. Rob und Anna hatten unterm Strand eine öffentliche Toilette aufgetan. Trotzdem war Caitlin ziemlich beschämt, als Rob nickte und die Lüge stuckte. »Danke«, sagte er. Es klang ehrlich. Gabriel wand sich ab. Es war ein heikler Moment. »Wie wäre es«, sagte Anna, »wenn ihr beide uns genau mal erklärt, wie man Licht visualisiert. Dann wissen wir es für die nächsten Male, wie es geht.« »Und anschließend können wir vielleicht wieder schlafen gehen«, fügte Louis gähnend hinzu. Kate erklärte es ihm. Als sie fertig war, war auch sie hundemüde. Die Augen drehten ihr vor Erschöpfung. Alle legten sich wieder schlafen. Die fünf waren auf das Schlimmste gefasst, doch in der Nacht geschah nichts mehr. Kates Schlaf war tief und traumlos. Am nächsten Morgen weckte sie Robs telepathische Stimme. Sie rappelte sich auf, stieg aus dem Auto und traf draußen auf Rob und Anna, die vornübergebeugt den Boden absuchten. Der Asphalt war von einer dünnen Schicht Sand bedeckt, der in der Nacht vom Strand herabgeweht worden war. Im Sand waren, rund um den Van, schwache Spuren zu erkennen. »Das sind Tierspuren«, sagte Anna. »Seht ihr die hier?« Sie deutete auf eine Spur, die etwa 10 cm lang war und 5 schmale Zehen aufwies. »Die stammt von einem Waschbären.« Ihr Finger wanderte zu einer Reihe von schwachen Abdrücken mit 4 Zehen. »Und die sind von einem Fuchs. Und die runden da sind von einem unbeschlagenen Pferd. Und die ganz kleinen da sind von einer Ratte.« Caitlin machte sich nicht die Mühe, darauf hinzuweisen, dass diese Tiere in der Nacht zuvor niemals alle da gewesen sein konnten. Sie wusste nur sehr gut, was Rob am Vortag gesagt hatte. Die Opfer paranormaler Attacken fanden später oft Fußspuren von Menschen oder Tieren vor. »Na wunderbar«, murmelte sie. »Ich habe das Gefühl, wir sollten so schnell wie möglich von hier abhauen.« Rob stand auf und klappte sich den Sand von den Händen. »Das sehe ich genauso.«
Das war allerdings gar nicht so einfach, denn das Auto suchte sich ausgerechnet diesen Morgen aus, um aufzumucken. Rob und Louis fuhren mit einer Motor herum, fanden aber keinen Defekt. Am Ende sprang er doch an. »Ich fahre noch eine Weile«, sagte Anna. Sie hatte auf den Fahrersitz gesessen und auf Robs Kommando hin versucht, den Motor anzulassen. »Sag mir einfach, wo es hingehen soll.« »Bleib auf der 101, dann sind wir bald im Bundesstaat Washington«, wies Louis sie an. »Aber ich würde sagen, wir halten vorher nochmal an und frühstücken.« Caitlin tat es nicht leid, sich von der schwarzen Balsa-Küste Oregons zu verabschieden. Gabriel war den ganzen Morgen gereizt und schweigsam gewesen. Sie fragte sich schon, ob es ein Fehler gewesen sei, die Nacht zuvor ihm geholfen zu haben. Sie würden irgendwann unter vier Augen mit ihm darüber sprechen müssen. Allein die Vorstellung verursachte ihr Schmetterlinge im Bauch. »Hoffentlich finden wir bald das Weiße Haus«, dachte sie. Sogleich wurde ihr klar, dass Gabriel recht hatte. Sie erwarteten wirklich eine ganze Menge von den Leuten in diesem Haus. Was, wenn sie die Probleme nicht lösen könnten? Caitlin schüttelte den Kopf und sah wieder hinaus in den trüben Tag. Sie kam an Wäldern vorbei. Die Bäume, die aus der Ferne aussahen wie große rosa Wolken, waren wie Anna erklärte Erlen. Sie waren fast kahl, doch ein paar Blätter vom letzten Herbst hingen noch an ihren Ästen und verliehen den Bäumen einen rötlichen Schimmer. Am Straßenrand standen kleine Kioske, an denen Narzissensträuße verkauft wurden, gelbe Vorboten des Frühlings. Auf den Schildern stand 1 Euro pro Strauß, doch es war niemand da, der das Geld hätte kassieren können. Ein Selbstbedienungssystem, dachte sie. Sie sehnte sich nach dem satten Gelb der Osterglocken, wusste aber, dass sie dafür leider kein Geld übrig hatten. »Macht nichts«, dachte sie. »Ich werde stattdessen malen.« Sie nahm ihre Sachen heraus und wählte ein leuchtendes Gelb, eine ihrer Lieblingsfarben. Innerhalb weniger Minuten war sie in die Malerei vertieft und blickte hin und wieder auf, während sie die hohe Brücke über den Column River überquerten. Auf dem Schild stand »Willkommen Washington, der immergrünen Stadt«. »Du bist zu Hause, Anna«, sagte Rob. »Noch nicht ganz. Es ist noch ziemlich weit bis zum Puget Sound«, erwiderte Anna, doch Caitlin hörte ihrer Stimme an, dass sie lächelte. »Vielleicht kommen wir da aber auch gar nicht hin«, warf Louis ein. »Vielleicht finden wir das Weiße Haus vorher.« »Also hier ist es nicht«, sagte Gabriel kurz angebunden. »Seht euch doch das Wasser an.« Links der Straße war die Küste mit großen braunen Felsbrocken und Geröll gesäumt. Nichts davon sah nur entfernt aus wie die grauen Felsen aus dem Traum. Caitlin wollte schon etwas sagen, da verkrampfte sich ihre Hand und begann zu jucken. Ehe sie wusste, was sie tat, hatte sie schon eine Ölkreide in der Hand. Es war klar, was das zu bedeuten hatte. Ihre Gabe wurde aktiv. Egal, was sie jetzt zeichnete, es war nicht nur ein Bild, sondern eine Vorahnung. Ein kaltes Grau und gebrannte Umbra, Stahlgrau und ein kühles Blau. Caitlin beobachtete, wie ihre Hand die Farben tupfte und strich, ohne dass sie eine Vorstellung davon hatte, was für ein Bild da entstand. Sie wusste nur, dass noch ein Hauch von Sepia fehlte und malte 2 scharlachrote Kreise in die Mitte. Als das Bild fertig war, starrte sie es unglaublich an. Zwischen den Schulterblättern kroch ihr ein unangenehmes Gefühl den Rücken hoch. Eine Ziege. Ausgerechnet eine Ziege. Sie stand in etwas, das aussah wie ein silbergrauer Fluss, eingehüllt von einem unwirklichen Nebel. Aber das machte Caitlin keine Angst. Angst machten ihr die Augen. Die Augen der Ziege waren die einzigen Farbpunkte in dem Gemälde. Sie hatten den Ton glühender Kohlen und schien Caitlin direkt anzustieren. Robs sanfte Stimme ließ sie aufschrecken. »Was ist, Caitlin? Und sag jetzt nicht wieder nichts. Ich weiß doch, dass es nicht stimmt.« Stumm hielt ihm Caitlin das Bild hin. Er betrachtete es, die Augen waren zusammengezogen. Seine Lippen bildeten einen schmalen Strich. »Hast du eine Ahnung, was das zu bedeuten hat?« Caitlin klopfte sich die Kreide von den Fingern. Sie schüttelte den Kopf. »Aber das weiß ich ja nie. Ich verstehe es erst, wenn es passiert. Ich weiß nur, dass ich irgendwie diese Ziege zu Gesicht bekommen werde.« »Vielleicht ist es ein Symbol«, schlug Louis vor, der sich über die Rücklehne der Bank nach hinten beugte. Caitlin zuckte die Schultern. »Vielleicht.« Sie hatte ein schlechtes Gewissen. Was nutzt ihr eine Gabe, die ihr nur so vage Vorahnung bescherte? Sie hatte das Bild gemalt. Sie müsste jetzt wahrlich wissen, was es bedeutete. Vielleicht, wenn sie sich konzentrierte. Während sie am Watt mit einem verdichteten Sand entlangfuhren, auch der sah nicht aus wie der, über dem das Weiße Haus stand, dachte sie noch eine Weile darüber nach. Auch als sie im Supermarkt etwas zum Mittagessen besorgten, ging ihr das Bild nicht aus dem Kopf. Doch alle Konzentration brachte ihr nichts als Kopfschmerzen und das Bedürfnis, etwas Praktisches zu tun, um die Anspannung zu lösen. »Ich fahre jetzt«, sagte sie, als sie aus dem Supermarkt kam. »Bist du dir da sicher?«, fragte Rob zweifelnd. »Du fährst doch gar nicht gerne.« »Stimmt,
Aber ich bin dran, erwiderte Caitlin. Ihr habt alle eure Schicht schon absolviert. Den großen Van zu steuern war nicht so schwer, wie sie befürchtet hatte. Er war schwergängiger als Joses Cabrio, doch die einspurige Straße war fast leer und übersichtlich. Nach einer Weile begann es zu regnen. Zunächst waren es nur kleine Spritzer auf der Windschutzscheibe. Dann folgte ein angenehmes Prasseln. Doch bald schon schüttete es wie aus Eimern. Der Scheibenwischer wurde mit den riesigen Wassermengen nicht fertig. Und durch die Windschutzscheibe war kaum noch etwas zu sehen. Es war, als leere jemand eimerweise silberne Farbe über dem Auto aus. Vielleicht sollte jetzt besser jemand anders fahren, meldete sich Gabriel hinten von der Bank. Er hatte den Beifahrersitz aufgegeben, als Caitlin das Steuer übernommen hatte. Sie hatte es nicht anders erwartet. Sie warf Rob, der neben ihr saß, einen Blick zu. Hätte ihr Rob vorgeschlagen, das Steuer zu übernehmen, so hätte sie wahrscheinlich nachgegeben. Doch Gabriels spöttische, aufstachelnde Art provozierte sie, genau das Gegenteil zu tun. »Ich komm schon klar«, sagte sie. »Ich glaube, der Regen lässt bald nach.« »Sie kommt schon klar«, stimmte Rob zu und schenkte ihr ein ansteckendes Lächeln. »Sie schafft das.« Also blieb Kate nichts anderes übrig, als damit klar zu kommen. Die Zunge zwischen den Zähnen spähte sie in den Regen und bemühte sich nach Kräften, Robs kühne Behauptung zu rechtfertigen. Als die Kurven nachließen, beschleunigte sie sogar, um zu zeigen, dass sie alles im Griff hatte. Als es geschah, ging alles ganz schnell. Später fragte sich Caitlin, ob es anders gelaufen wäre, wenn Rob am Steuer gesessen hätte. Aber sie glaubte es eigentlich nicht. Niemand konnte darauf gefasst sein, was auf der schmalen Straße auf sie wartete. Caitlin war schon fast selber von ihren Fahrkünsten überzeugt, als sie auf der Straße vor sich einen Umriss sah. Etwas stand ihr direkt im Weg, allerdings weit genug weg, um es zu umfahren. Etwas Graues. Mit Hörnern auf dem Kopf. Eine Ziege. Hätte sie es nicht vorher auf ihrem Bild gesehen, so hätte sie vielleicht gar nicht erkannt, was es war. So schnell ging das. Doch sie kannte die Ziege in- und auswendig. Hatte das Bild am Vormittag doch stundenlang angestarrt. Das Tier sah aus wie auf dem Bild, bis hin zu den roten Augen, die zu glühen schienen und sie unverwandt anstarrten. Sie waren die einzigen Fahrpunkte in der grauen, verregneten Landschaft. Silbern schoss sie überflüssigerweise durch einen kleinen Teil ihres Bewusstseins. Der silberne Fluss war überhaupt kein Fluss, sondern die Straße. Und statt des Nebels umgab sie dichter Regen. Aber ein Großteil ihres Gehirns dachte überhaupt nichts, sondern reagierte nur. »Jetzt bremsen«, befahl es ihr. Caitlin bremste, ließ los, wie sie es in der Fahrschule im Falle von regennassen Straßen gelernt hatte. Nichts geschah. In völliger Missachtung des Stotterbremsprinzips stieg sie daher mit dem Fuß voll auf das Bremspedal. Wieder geschieh nichts. Der Van wurde weder langsamer, noch geriet er in Schlingern. Die Ziege war jetzt direkt vor ihm. Es blieb nicht einmal die Zeit zu schreien, geschweige denn nachzudenken. Caitlin hatte auch nicht die Zeit, auf die Rufe zu reagieren, die über das Netz kamen. Nun, dass die anderen bemerkt hatten, dass etwas nicht stimmte. Caitlin riss das Steuer herum. Der Van schleuderte erst nach rechts auf die Gegenfahrbahn. Kate, seine Baumgruppe, in rasender Geschwindigkeit auf sie zukommen. Lenk nach rechts, Steuer gegen. Caitlin war sich nicht sicher, von wem der Ratschlag kam, doch sie befolgte ihn prompt. Der Van schleuderte nach rechts, wieder zu weit. Ich komme von der Straße ab, dachte sie, merkwürdig gefasst. Dann brach das blanke Chaos über sie herein. Caitlin wusste später nicht mehr genau, was als nächstes geschehen war, sondern nur, dass es schrecklich war. Zweige peitschten gegen das Auto, Äste knallten gegen die Windschutzscheibe. Es gab einen Aufprall, einen harten Aufprall, der sie aber nicht abzubremsen schien. Das Auto hob ab, schwebte und schoss dann in die Tiefe. Caitlin hatte das Gefühl, in einem Fahrstuhl zu sitzen, der ungebremst in die Tiefe raste. Sie hörte Schreie, vielleicht auch ihre eigene Stimme. Dann gab es wieder einen Aufprall und ihr wurde schwarz vor Augen.